2014 war ein Krisenjahr für die russische Tourismusbranche und auch eine Saison großer Verlagerungen. Die Trends aus dem letzten Jahr haben sich 2015 noch einmal verstärkt. Die Situation ist dabei sehr verschieden. Der russische Inlandsurlaub ist en vogue und seit der Zeit vor der Ukraine-Krise um 30% angestiegen, allen voran Buchungen auf die Krim, die mit 16% Buchungsanteil unter reisenden Russen nun einsamer Marktführer ist. Neben den Naturschönheiten von Jalta und Co. sind es auch patriotische Motive und der in der Buchungszeit im Winter und Frühjahr ungünstige Rubelkurs, die die Reisenden hierher treiben, wo man jetzt ebenfalls mit Rubeln zahlt. Dieser Trend trifft nicht nur staatlich organisierte Reisende, wie kürzlich die Zeit in einem Artikel suggerierte, sondern auch Individualtouristen. Demgegenüber steht ein radikaler Einbruch bei Auslandsreisen, der nach offiziellen Statistiken etwa 40% ausmachen soll. Gemäß einem Artikel der Zeitung Kommersant ging der Anteil der Auslandsbuchungen am Gesamtvolumen etwa bei einem namhaften Online-Anbieter in diesem Jahr von 32 auf 21% zurück. Weniger Russen werden sich vor allem nochmals in West- und Südeuropa finden, während Kroatien und die Türkei mit nur geringen Rückgängen weiter im russischen Trend liegen. In vielen innerrussischen Urlaubsregionen klingeln dagegen die Kassen. Ausgerechnet auf der nun unter den Russen so beliebten Krim ist das jedoch nicht so, denn das Mehr an Russen muss erst einmal den völligen Zusammenbruch des Tourismus aus dem Westen und vom ukrainischen Festamt ausgleichen, der hier größer war als in anderen russischen Urlaubsgegenden. So können hier Reisende in dieser Saison durchaus noch Schnäppchen und wenig ausgelastete Idyllen finden. Den Tourismusunternehmen, die auf der Krim ein wichtiger Wirtschaftszweig ist, wäre es natürlich anders lieber.